Ja, Sie haben den IS erwähnt, aber es gibt auch amerikanische Bürger, die Terrorakte in Amerika begangen haben und begehen. Zum Beispiel in New York, New Jersey, dann gab es da ein Messerattentat oder auch in San Bernardino und Atlanta. Eine Frage an beide. Wie sieht es aus mit diesem nationalen Terrorismus, Terrorismus durch amerikanische Bürger? Ja, lassen Sie mich etwas sehr Wichtiges sagen. Frau Außenministerin Clinton spricht über den Sieg über den IS. Wir werden den IS besiegen, hat sie gesagt. Aber es wurde doch hier ein Vakuum geschaffen nach Irak. Eigentlich hätten sie sich gar nicht in Richtung Irak bewegen sollen. Und dann zog man sich zurück aus dem Irak und das war dann eine Katastrophe. Schon seit langer Zeit spricht sie über oder vom Sieg über den IS. Aber der IS hätte sich eigentlich gar nicht erst gebildet, wenn 10.000 Truppen im Irak geblieben wären. Und dann wäre es gar nicht zum IS gekommen. Und ich sage das schon seit langer Zeit, es wurde hier ein Vakuum geschaffen durch Obama und Clinton. Wenn wir zum Beispiel Kontrolle erlangt hätten über das Erdöl, dann hätte sich der IS nicht bilden können, weil Erdöl sozusagen die Haupteinnahmequelle war. Jetzt kontrolliert der IS das Erdöl in Libyen zum Beispiel. Auch das war eine Katastrophe, für die Clinton verantwortlich zeichnet. Ich hoffe, die Faktenchecker arbeiten und sehen sich die Fakten an. Donald hat die Invasion in den Irak unterstützt. Das wurde immer wieder bewiesen. Er hat sich auch für die Maßnahmen in Libyen eingesetzt und dafür ausgesprochen, dass Gaddafi ausgeschaltet wird. Er hat mit ihm auch Geschäfte gemacht. Er sagt immer wieder, eines, George W. Bush hat entschieden, wann die Truppen Amerikas den Irak verlassen würden. Es war nicht Obama. Und sie hätten nur bleiben können, wenn es die Zustimmung der damaligen irakischen Regierung gegeben hätte, unsere Truppen zu schützen. Und das wollte die irakische Regierung nicht. Aber kommen wir auf die Frage, die Sie gestellt haben, Lester. Was machen wir hier in den USA? Das ist das Wichtigste. Wie verhindern wir Angriffe? Wie schützen wir unsere Bürger? Wir brauchen hier eine Aufstockung der Nachrichtendienste. Wir müssen alle Informationen sammeln. In New York, in Minnesota, in New Jersey haben die Behörden wirklich professionell und rasch reagiert auf die Angriffe. Und es wurde der Täter gefasst. Und wir haben auch mehr Informationen bekommen, weil er ja nach wie vor am Leben ist. Und das ist ein Vorteil für die Nachrichtendienste. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Informationen aus Europa, aus dem Nahen Osten einzuholen. Engere Zusammenarbeit mit den Verbündeten. Und das lehnt Donald ab. Wir arbeiten mit der NATO, das längste militärische Bündnis in der Welt, und wollen uns auf den Terrorismus konzentrieren. Wir arbeiten mit Freunden im Nahen Osten. Viele haben eine mehrheitliche muslimische Bevölkerung. Donald hat Muslime im Ausland und in den USA immer wieder beleidigt. Wir müssen zusammenarbeiten mit der muslimischen Gemeinschaft im Ausland und im Inland. Sie können uns Informationen liefern, die wir sonst nirgendwo bekommen könnten. Das heißt, wir brauchen eine enge Zusammenarbeit, auch mit der Exekutive in diesen Gemeinden. Wir dürfen sie nicht einfach ignorieren, wie Donald das vorhat. Darf ich darauf antworten? Ja, Frau Clinton meinte, dass Kooperation wichtig ist. Aber wir arbeiten ja mit Ihnen zusammen und schauen Sie sich die Situation an. Der Nahe Osten ist eine Katastrophe und dafür sind auch Sie natürlich hauptverantwortlich. Sie haben mit dem Iran-Deal begonnen. Auch das eine katastrophale Entwicklung. Dieses Land litt natürlich unter den Sanktionen. Und jetzt wird dieses Land sicher aufsteigen durch den Deal. Die NATO haben Sie auch angesprochen. Man hat mich gefragt neulich, was meinen Sie denn zur NATO? Ich bin Geschäftsmann. Und ich habe natürlich auch Menschenverstand. Und ich habe das Folgende gesagt. Ja, zwei Dinge weiß ich über die NATO. 28 NATO-Mitgliedstaaten, die zahlen manchmal gar nicht ihre Beiträge. Und das stört mich. Eigentlich sollten diese Zahlungen geleistet werden.
Das sieht ja auch der Vertrag vor. Das war das eine. Und dann das Zweite. Die NATO könnte eigentlich obsolet sein. Und die New York Times hat auch darüber berichtet, hat ganz präzise darüber berichtet, was eher ungewöhnlich ist für die New York Times. Ich habe gemeint, die NATO konzentriert sich nicht auf den Terror. Das habe ich unmissverständlich gesagt. Nicht nur einmal, sondern öfters. Vor etwa 4 Monaten hat das Wall Street Journal auf Seite 1 getitelt, dass die NATO jetzt eine Antiterror-Einheit geschaffen hat. Das ist großartig. Wir zahlen 73% des NATO-Budgets. Das ist sehr viel Geld, um andere zu schützen. Ich bin für die NATO, aber die NATO muss sich auf Antiterrormaßnahmen konzentrieren. Und jetzt macht sie es endlich. Ich weiß nicht, ob man mir dafür Lob zollen wird, aber jedenfalls habe ich das schon gesagt, habe die NATO in der Vergangenheit kritisiert. Die NATO sollte sich mit dem Nahen Osten befassen, gemeinsam mit uns, aber auch in den Nationen in dieser Region. Wir müssen den IS bekämpfen und sehr schnell. Als sich der IS gebildet hat, in diesem Vakuum, das Obama und Clinton zurückgelassen haben. Und glauben Sie mir, Sie waren jene, die die Truppen rausgenommen hat. Und die haben wahrscheinlich gesagt, wieso sollen wir schon zurück? Gut, der IS wurde jedenfalls auf die Beine gestellt. Das hätte man aber wirklich verhindern müssen. Sie haben über den Sieg über den IS gesprochen. Sie waren Außenministerin, als der IS in den Kinderschuhen steckte. Jetzt sind viele, viele Länder Teil des IS. Sie können das Ganze nicht mehr aufhalten. Ja, Sie haben den Krieg im Irak vor der Invasion befürwortet. Nein, 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 das stimmt nicht. Ich habe den Krieg nicht unterstützt. Das ist etwas, was einfach eine Zeitungsende ist. Und Clinton ist dafür verantwortlich. Da gibt es jemanden in den Medien, der das auch weiß. Ich war gegen den Krieg im Irak. Das möchte ich jetzt ganz unmissverständlich sagen. Das zeigt sich aber nicht in den Unterlagen. In den Unterlagen steht, dass ich recht hatte. Ich habe ein Interview gemacht mit Howard Stern. Das war das erste Mal, dass ich ein Interview mit ihm hatte. Und ich habe gesagt, ja, weiß nicht. Da hatte ich noch keine konkrete Meinung. Dann ein anderes Interview, da haben wir über die Wirtschaft gesprochen, die noch wichtiger ist. Dann habe ich mit Sean Hannity gesprochen. Hatte mehrere Gespräche mit Sean Hannity bei Fox. Und Sean Hannity hat gesagt, hat mich auch vor kurzem angerufen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, Sie waren gegen den Krieg, Sie waren gegen den Krieg. Und das war eigentlich vor Beginn des Krieges. Sean Hannity hat ganz, ganz unmissverständlich gesagt, aber niemand ruft ihn an, um diese Meinung einzuholen. Er hat gesagt, Sie sind ja gegen den Krieg. Sean war eigentlich für den Krieg und deswegen haben wir gestritten. Okay, ich verstehe auch die andere Seite natürlich. Ich verstehe die andere Seite nicht wirklich, weil wir hätten Truppen nie entsenden sollen. Aber niemand ruft Sean Hannity an. Und dann ein Artikel in einem Magazin kurz nach Beginn des Krieges. Ich glaube im Jahr 2004, jedenfalls wurde da ein Artikel platziert und da steht auch drin, dass ich gegen den Irakkrieg bin. Und dann ein Kollege von Ihnen, der hat gesagt, ich weiß nicht, ob davor oder danach, Trump war eigentlich gegen den Krieg. Das steht auch in dem Artikel. Und da frage ich auch die Pressevertreter, wenn man Sean Hannity anrufen würde, und ich spreche über die Zeit vor dem Krieg, ja, da stritten wir eigentlich über den Krieg. Ich habe damals schon gesagt, der Krieg ist etwas Schreckliches, es wird zu einer Destabilisierung des Nahen Ostens kommen. Und genau das passierte auch. Ja, aber 2002 haben Sie ja für den Krieg gesprochen. Also inwieweit unterscheidet sich da Ihre Meinung von Clintons Meinung? Ich habe eine bessere Urteilsfähigkeit und eigentlich auch ein besseres Temperament. Hunderte Millionen Dollar wurden von ihr ausgegeben, im Werbebereich zum Beispiel, um Inserate zu schalten, Werbungen zu bringen und so weiter. Aber mein Temperament ist doch einfach das, was mich auszeichnet. Ich weiß, wie man gewinnt, Clinton weiß das nicht. Ja, ich weiß nicht, mit wem Sie da gesprochen haben vor einigen Tagen, Frau Clinton, aber Sie waren da völlig außer Kontrolle. Und da habe ich gewusst, dass Sie ein Problem mit Ihrem Temperament haben. Okay. Sprechen wir über zwei wichtige Themen, die kurz von Donald erwähnt wurden. Die NATO. Die NATO ist ein militärisches Bündnis, da gibt es den Artikel 5, der besagt, ein Angriff auf ein Land ist ein Angriff auf alle. Und das einzige Mal,
Als dieser Artikel angewendet wurde, war nach 9/11, wo NATO sagte, sie würde mit uns in Afghanistan den Terrorismus bekämpfen. Und das geschieht nach wie vor. Zum Iran. Als ich Außenministerin wurde, hatte der Iran fast nukleare Waffen. Sie hatten bereits die Einrichtungen, sie hatten die Zentrifugen. Und es waren nur Wochen bis zu einem Einsatz. Es gab Sanktionen. Ich habe für alle Sanktionen gegen den Iran im Senat gestimmt. Aber das hat nicht gereicht. Eineinhalb Jahre lang habe ich an einer Koalition, auch mit Russland und China, gearbeitet, um die strengsten Sanktionen gegen den Iran zu schaffen. Und es ist uns gelungen am Verhandlungstisch. John Kerry und Präsident Obama haben eine Einschränkung des iranischen Nuklearprogramms geschafft, ohne einen Schuss abzugeben. Erst kürzlich hat Donald gesagt, es gab iranische Matrosen auf einem Schiff in den Gewässern vor dem Iran und sie ergriffen oder beschimpften die Marine auf unserem Schiff an. Und er sagte, wenn das wieder geschieht, dann starte ich einen neuen Krieg. Das ist nicht das Temperament, das ein Oberbefehlshaber haben sollte. Ja, sie haben uns beschimpft. Donald hat wiederholt gesagt, ihm sei es egal, ob andere Länder, Japan etwa, auch Saudi-Arabien, Nuklearwaffen haben. Es war die Politik der USA, der Republikaner und der Demokraten, alles zu tun, um die Proliferation von Nuklearwaffen einzuschränken. Sagt, es gab einen Nuklearkrieg in Ostasien. Wenn das steht, wenn das entsteht, ja wunderbar. Diese lockere Haltung zu den Nuklearwaffen ist äußerst beunruhigend. Das ist die Bedrohung Nummer eins in der Welt und wird besonders bedrohlich, wenn Terroristen nukleares Material in die Hände bekommen. Also, jemand wie er sollte nicht Zugriff auf die Nuklear-Codes haben. Das sollte uns wirklich Sorgen machen. Ja, also, dieser Witz hat einen Bart. Das ist ein gutes Argument. Das stimmt einfach nicht. Das ist wirklich nur ein Witz. Ja, ich möchte da auf einiges eingehen. Ich stimme Frau Clinton in einer Hinsicht so. Ja, die atomare Aufrüstung, die Atomwaffen, das ist eine große Bedrohung, nicht die Erderwärmung, so wie der Präsident meint. Die Atomwaffen, das stellt eine riesige Bedrohung dar. Wir verteidigen Japan, Deutschland, Südkorea, Saudi-Arabien und auch andere Länder. Und sie zahlen nichts zurück. Und sie sollten aber eigentlich zahlen, etwas als Gegenleistung, nämlich weil wir hier viel, viel Geld verlieren, obwohl wir wichtige Arbeit leisten. Wir verlieren hier überall. Es ist durchaus möglich, meine ich, dass wenn Sie nichts zahlen, wenn Sie Ihre Beiträge nicht leisten, 40 Jahre lang nicht leisten, nun, dann können wir vielleicht in Zukunft Japan nicht mehr verkaufen, schützen. Japan liefert sehr, sehr viele Autos in die USA. Also entweder sollten sie sich selbst verteidigen oder uns unterstützen. Sie müssen uns unterstützen. Ich spreche nur das Defizit an. Ja, nochmals, die atomare Bedrohung ist die größte Bedrohung, vor der dieses Land steht.